Hi, ich grüße euch zu einem neuen Video. Bin gerade am Bulli ausräumen und gleichzeitig zu einer Premiere, zum ersten Video mit meinem neuen Boot mit Battlecat. Wir sind gut angekommen in Italien, sind die ganze Nacht durchgefahren. Ich bin ein bisschen müde, aber ist alles gut gelaufen. Wenn man nachts fährt, ist man einfach schneller unterwegs, als wenn man tagsüber fährt, ist weniger auf den Straßen los. Muss man das Handy wegtun, denn es regnet. Ja, es nieselt leicht. Die letzten 4 Monate, die ich hier in Italien verbracht habe, habe ich überhaupt keinen Regen gesehen. Ja, der Fluss hatte kompletten Niedrigwasserstand. Und jetzt komme ich hier an zur Jungfernfahrt, zur Bootstaufe, so kann man es eigentlich sagen. Ja. Und es regnet. Zum Wochenende hin soll es noch schlimmer werden, das Wetter. Soll auch noch mal einen richtigen Temperatursturz geben. Bin ich echt mal gespannt, was uns da erwartet. Und am meisten bin ich gespannt, was Battlecat sagen wird, wenn es jetzt nachher gleich das erste Mal den Po berührt. Den Po kennenlernt. Ich rede hier nicht von meinem Po, sondern vom Grande Fiume Po, vom großen Fluss Italiens. Denn das ist unsere erste gemeinsame Tour hier. Die Testfahrten waren alle in Holland. Und jetzt gilt's. Jetzt muss es zeigen, was es kann. Wir fahren gleich zum Kran, heben es rein und dann geht's los. Bin zwar ein bisschen verballert noch von der Fahrt und müde, aber heute Nacht wird schon geangelt. Und das allererste Mal auf Battlecat übernachtet, auf Battlecat geschlafen. Ich bin gespannt. Bleibt dran, jetzt fahren wir zum Kran, kommt das Bötchen ins Wasser, lernt den Po kennen und dann geht's raus. Brutal, guckt euch mal den Fluss an. Da kommt eine Sandbank mitten im Fluss hoch. Die habe ich in den letzten 14 Jahren Angeln hier in dem Revier noch nie gesehen. Ist einfach da. So, da hängt es dran. Jetzt macht es Bekanntschaft mit dem Popo Battlecat. Kommt das erste Mal jetzt in den Po. In Italien gibt es keine Slipanlagen, die würden komplett versanden und deswegen heben wir hier mit dem Kran die Boote rein und umso niedriger der Wasserstand ist, umso spannender ist natürlich diese ganze Angelegenheit. Ich habe da immer Todesängste, obwohl es unbegründet ist. Ja. Aber wenn dann ein Boot hier, keine Ahnung, 15 Meter über dem Wasser in der Luft hängt, ist immer spannend. Ja. Ja, der Riesenvorteil bei dem Kran, ihr seht es ja selbst, ich habe schon einen Großteil der Ausrüstung im Boot drin. Schlauchboot liegt oben drauf, der Verbrennungsmotor liegt da unten drin. Genau, vorne ist eh alles schon beladen, ja, Proviant, Angelausrüstung. Ich muss nur noch die Ruten nachher im Camp holen. Aber mit so einem Kran könnt ihr dann halt natürlich rucki zucki euer Zeug in den Fluss heben. Dann geht's los. Und jetzt kommt Battlecat das erste Mal in den Po. Kriegst du es noch ein bisschen da zu mir? Ja, ich drehe es noch. Moment, Augenblick. Augenblick. Oh, du warst ja fast da eben. Also. Jetzt. Oder wie weiß das? Ach ja, wenn ich jemand vertraue beim Krane, dann ist es meinem langjährigen Freund Bernhard war ja früher, oder was heißt früher, bis letzten Herbst, auch der Besitzer, der Aufbauer, einer der ersten hier am Po, Weltcamp am Po. Chris hat es jetzt übernommen. Bernhard macht jetzt dafür eine ganz tolle Anlage am See oben. Ich verlinke es euch mal unten in der Videobeschreibung. Für die Jungs, die nicht auf dieser Hardcore-Strömung hier stehen und lieber gemütlich mit einem Zelt in einem abgesperrten Areal, wo die Autos sicher stehen, auf die Mantua-Seen raus wollen, die sollten sich beim Bernie melden. Und die verrückten Hunde kommen hier an den Po. Aber wie gesagt, beinahe die letzten 10 Jahre hier mein Boot perfekt gekrant. Mit den Italienern habe ich hier schon ganz verrückte Sachen erlebt. Also da bleibt einem
ins Herz stehen, ja, wenn die Boote dann in der Luft hängen, mal die Sprache nicht perfekt versteht und sich alle Parteien nur anschreien. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt müssen wir erstmal schauen, von der Gewichtsverteilung her, wie wir es am besten einhängen. Aber das ist halt beim Prototyp so, ne? Jetzt hängt's in der Luft. Jetzt hängt's an mir. Jetzt hängt's an dir, ja. Ja. Jetzt drehen wir's mal. Jetzt hängt's in der Luft. Und gleich hängt's im Po. Tilly, komm, hopp, hopp, auf, rein. Los, hopp. Okay. Was sagst du? Fini find's toll. Fini find's super, ich find's auch super. Und jetzt schaut euch mal dieses Boot an. Ich glaube, das ist morgen früh schon, das war das letzte Mal so sauber, wie es jetzt war. Was lachst du da? Hä? Alles perfekt. Schleimig und dreckig muss sein. Schleimig und dreckig, ja. Da kann man sich verschiedene Sachen drunter vorstellen. Gucken ja auch Kinder hier mit. Also es geht um Fische, ne? So, jetzt fahren wir mal raus. Geht's ans Camp. Sachen packen. Obwohl ich hundemüde bin. Raus, Ruten setzen und vielleicht noch einen Fisch fangen. Abfahrt. So, oder? Wassertemperatur haben wir knappe 10 Grad. Sieht doch ganz gut aus. Sollte doch ein Fischle beißen. Jetzt heiz mal runter ans Camp, holen unsere Ruten, laden ein paar Köfis ein und dann geht's los. In die erste Nacht. Ist wichtig, die erste Nacht, weil irgendwann muss ich auch mal pennen. Aber die Ruten, so kennt ihr mich, die Ruten kommen noch ins Wasser. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Mit das Wichtigste muss ich mir definitiv angewöhnen, die Schwimmweste. Liegt im Camp, hole ich jetzt, Schwimmweste anziehen und dann geht's weiter. Dann suchen wir uns den ersten Angelplatz für die Nacht. Ich gelobe Besserung, versprochen. Ja, jetzt kommt sogar am Mittag noch ein bisschen die Sonne raus. Ich habe alles soweit vorbereitet. Nur mein Motor fürs Beiboot macht leider ein bisschen Zicken. Ich habe ihn wahrscheinlich falsch gelagert. Ist ein bisschen Öl ausgetreten. Wir müssen jetzt da noch ein bisschen rumexperimentieren. Im Notfall muss ich halt den kleinen Motor holen. Das sind wieder Sachen, die braucht kein Mensch. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt so gut im Zeitfenster sind. Eine ganz wichtige Info aber noch für euch. Ich habe einen neuen Partner bei mir auf der Seite, bei den Angelshops. In diesen Läden, die da vorgestellt werden, bekommt ihr immer Top Tackle und eine super Beratung. Und in den letzten zwei Videos ist euch sicherlich schon aufgefallen, vielleicht habt ihr auch schon auf der Page vorbeigeschaut, auf der Homepage, sportfischtackle.de, ein riesiger schwedischer Laden. Mit dem arbeite ich jetzt zusammen. Also der hat für Raubfischangler ein riesiges Programm an Kunstködern, die machen auch selber eigene Köder, hat aber auch alles andere, was das Herz eines Anglers begehrt. Und ihr bekommt jetzt von mir einen Rabattcode, 10% mit diesem Code auf die Kunstköder bei sportfischtackle.de.
www.schwedischeshop.de. Also dieser schwedische Shop hat auch einen großen Bereich für Deutschland. Und der Wahnsinn ist, ihr könnt dort jederzeit anrufen. Da sitzt ein Schwede, der perfekt Deutsch sprechen kann, ist selber Guide, also ein sehr, sehr erfahrener Angler und könnt den mit euren Fragen löchern. Schaut da mal vorbei, nutzt meinen Code. Ja, und jetzt hängt es eigentlich nur noch an meinem Außenbordmotor fürs Schlauchboot. Ich hoffe, es geht rucki zucki. Und dann fahren wir raus zum Angeln und schauen mal, ob wir Battle Cat einweihen, einschleimen können. Alter Falter, Jungs und Mädels, sage ich bloß. Das hat Nerven gekostet. Es war so schön früh auf dem Wasser. War so schön im Zeitfenster. Ja, und hat einen neuen Motor dabei. Ich habe fürs Schlauchboot 9,8 PS Tohatsu nagelneu im Auto gehabt, draufgebaut. Und jetzt haben wir 3 Stunden am Steg rumgemacht. Motor ist nicht angesprungen. Wahrscheinlich irgendwann, irgendwo, irgendwie falsch gelagert. Hat ein bisschen Öl verloren, Zündkerzen rausgebaut, Filter sauber gemacht, alles Mögliche durchprobiert. Keine Chance, aber 3 Stunden verloren. Ich habe jetzt meinen 6er drauf gemacht. Der muss heute Nacht reichen. Heute Nacht ist jetzt natürlich mega relativ. Hätte ich es vorher getauscht und morgen Ruhe gemacht, aber so ist es halt manchmal. Mann, Mann, Mann. Auf jeden Fall, Schwimmweste ist an Bord. Mega spät jetzt im Zeitfenster. Wir haben jetzt schon fast 16:30. In 1,5 Stunden ist stockeduster. Und das ist der Start jetzt mit meinem Battle Cat Boot. Aber wer weiß, für was es gut ist. Auch uns Profi-Anglern passieren solche Sachen, solcher Blödsinn, solche Dinge, die wirklich Nerven kosten. Vor allen Dingen, wenn man eine Nacht gefahren ist, nicht geschlafen hat, da ist das Nervenkostüm natürlich viel, viel kleiner, als wenn man ausgeruht ist. Jetzt passt alles. Ich habe das Nötigste ins Boot gekracht, das Zelt aufgebaut, das Zelt steht. Jetzt suchen wir uns noch einen schnellen, vernünftigen Platz für diese Nacht, setzen noch 2, 3 Routen, muss ich auch noch alles fertig machen. Und dann sehen wir weiter. Und ich glaube, morgen früh sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Aber der Notmotor ist am Start. Ich werde mir jetzt erstmal, und das ist auch bitter, bitter nötig, eine schnelle Trinkmahlzeit reinhauen. Denn ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Heute Nacht noch im Auto ein belegtes Brötchen von zu Hause. Aber jetzt wollte heute Abend eigentlich gemütlich auf dem Boot grillen. Aber der Plan ist kaputt. Der Plan ist hinüber. Und dafür ist Y-Food wirklich eine ganz, ganz tolle Alternative. So, ich werde jetzt schnell Abendbrot essen auf dem Boot, einen Platz suchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Abfahrt und immer die Nerven behalten. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, ich hoffe, ich habe einen schnellen Notplatz für die Nacht gefunden. Finny ist schon auf der Jagd. Hier oben seht ihr reichlich Totholz im Wasser. Nach unten läuft eine langgezogene Steinpackung. Wir haben so 4-5 Meter Wassertiefe, glaube ich, ist nicht verkehrt jetzt bei den aktuellen Situationen. So, jetzt muss ich schnell die Routen vorbereiten und dann irgendwann auch mal zur Ruhe kommen. Hier ist auf jeden Fall Ruhe. Hier kann ich auf jeden Fall mich mal schön auspennen. Und eben habe ich die Hiobsbotschaft aus dem Camp bekommen vom Chris, dem neuen Campbetreiber vom Weltcamp am Po. Der Motor läuft wieder. Der große Motor läuft wieder. Naja, der Luftfilter war voll. Unten am Benzinfilter war auch Öl mit drin. Und dann ist das Ding natürlich lahmgelegt. Wenn man es falsch lagert, hat man da keine Chance. Aber es wird geholfen. So, der Kleine muss es heute Nacht richten. 6 PS sollte passen. Routen vorbereiten, Boot aufräumen. Und dann zur Ruhe kommen. Und ihr drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass vielleicht jetzt in der ersten Nacht hier in Italien
Battlecat eingeweiht wird und der erste Wels kommt. Alles wird gut. Abfahrt. Ich werde jetzt überhaupt keinen großen Act hier machen. Ich setze jedes Frühjahr bei kalten Wassertemperaturen auf die Mikro-U-Posen. Zwei rote Teufel hintereinander geschaltet, Paarmontage. So schaut's aus. Sehr einfach, aber effektiv. Unten der Cat-Hooker als Halterhaken und der Mega-Hook als Fanghaken. Dann werde ich jetzt zwei Ruten hier runterziehen, die tiefe Packen rein und eine nach oben in das Totholz legen. Das ist alles, was ich jetzt noch schaffen kann. Und bringt ja nichts, wenn ich in der Dunkelheit hier noch rumrödel. Denn dann werde ich wahrscheinlich die Waller vercremen. Ist zu viel Krach dann auf dem Wasser. Ist jetzt eh schon alles zu spät. Aber Action machen. Nur der Versuch macht klug. Und Abfahrt. Was ist das Wichtigste in der Steinpackung? Umlenker. Und die habe ich auch im Camp sicher stehen. Da stehen sie super. Deswegen habe ich mir jetzt mal schnell hier Abhilfe geschaffen. Ich habe mir schnell eine Astgabel hier zusammengerissen, damit nicht noch vor lauter Husch-Husch ein Fisch mir flöten geht, wenn die Schnur in der Steinpackung abballert, falls ein Biss kommt. Dann werde ich jetzt hier vorne auf diese Spitze da setzen. Da, wo die Strömung sich bricht. Naja. Nur Chaos. Aber Chaos bringt oft die dicksten Fische. Abfahrt. Zwei Ruten sitzen, die eine ganz unten, wo die Packung abknickt, die zweite hier vorne auf unserem Stockumlenker. Ja, und unsere dritte Rute werden wir natürlich mit einem System angeln, das schon viele, viele gute Fische hier in Italien gebracht hat. Die rote Tree in 10 Gramm. Fahren wir jetzt noch da hoch an die Hecke. Ein bisschen mehr Auftrieb als die Mikros in den Hindernissen, finde ich ganz cool. Und dann lass mal hier Ruhe einkehren. Finny pennt schon da hinten. Guckt mal hier rein, wie es hier aussieht. Alles zusammengerissen, rausgewurstelt, weil es jetzt halt schnell gehen musste. Aber so ist es manchmal beim Angeln. Genau da an den Ausläufer fahren wir sie. Von dem Bäumchen dort. So, Abfahrt. Sodele, dann hätten wir das geschafft. Ruder einspannen, Glöckchen oben dran. Finny kriegt noch was zu futtern, Boot aufräumen und ab in den Schlafsack. Heute reicht's. Aber wir haben noch mal das Bestmögliche draus gemacht. Thank you.
jetzt wird's gemütlich hier. Elfini, was sagst du dazu? Was ist denn los? Jetzt kommen wir ein bisschen zur Ruhe. Wird richtig kalt draußen. Und ich bin mal gespannt, ob die erste Nacht im Battle Cat uns jetzt hier einen Fisch beschert. Vielleicht waren wir wirklich zu spät dran. Bleib mal auf dem Platz jetzt. Vielleicht waren wir echt zu spät dran im Auslegen, aber es ging halt nicht anders. Aber lieber probieren als stagnieren, ja. Uiuiuiuiui. Ja, die Köder sind gut aktiv. Die Fische bei dem flachen Wasserstand checken das dann wirklich sofort, wenn dann hier ein Boot rumfährt. Und bei so einer Phase, bei so niedrigen Wasserständen müssen die Köder ein, zwei Stunden vor der Dunkelheit liegen, damit Ruhe einkehrt. Sonst sind die Fische, die in den einzelnen tiefen Bereichen noch abliegen und da vielleicht auch fressen, sehr schnell scheu gemacht. Aber es ging halt nicht anders. Im Camp hocken kann jeder. Wir haben drei Eisen im Feuer. Vielleicht kommt hier einer. Und wenn nicht, geht's morgen weiter. Auf jeden Fall mega bequem hier im Battle Cat. Wir haben schön viel Platz. Und ich werde jetzt auf jeden Fall, oder wir werden jetzt auf jeden Fall. Bist auch müde, finde ich. Ja? Uns hier in die Waagerechte begeben. Aber abgerechnet wird zum Schluss. Wir haben auf jeden Fall alles gemacht, um jetzt doch noch nach der Aktion mit dem verölten Motor einen Fisch zu kriegen. Morgen ist der Motor wieder fit. Da starten wir wieder von neuem. Vielleicht bis gleich. Guten Morgen, bis auf die weite Route, jetzt zum Morgengrauen. Es war unheimlicher Nebel heute Nacht, jetzt fischte der Fisch, Köder waren gut aktiv, mach mal die Rätsche aus, aber nichts passiert und jetzt im Morgengrauen kommt der Einschlag, perfekt, bin super ausgeschlafen. Oh. Das ist doch super. Besser kann es doch gar nicht laufen. Perfekt ausgeschlafen. Und ich sehe wenigstens vernünftig was heute Nacht. Das wäre wirklich eine Harakiri-Fahrt geworden, wenn da einer gebissen hätte. Es war so eine Suppe plötzlich auf dem Wasser. Erste Aktion mit dem neuen Boot. Ich muss wieder rausfahren. Das geht. Ah.
kommt er langsam. Oh, schöner Fisch. Wahnsinn. Das ist doch wirklich perfekt. Das ist der perfekte Start in den Tag. Alter Falter! Schön vorne gehakt. Perfekt. Schon raus. Mikros. Die haben geliefert. Perfekte U-Pose, perfekte Köderpräsentation. Jetzt noch in der kalten Jahreszeit, im zeitigen Frühjahr. Also, komm mal rein. Schön einschleimen. Direkt. Ja, geil! Mega! Das ist doch ein Auftakt nach Mars. Für die erste Nacht mit dem neuen Boot. Schöner, fetter Fisch. Ich freue mich. Ich würde sagen, Battle Cat ist damit eingeweiht. So, und der darf gleich zurück. Und wir müssen auch schnell zurück, sonst finden wir unser Boot nämlich nicht mehr. Hier unten kommt wieder richtige Nebelsuppe. Vielen Dank. War mir eine Ehre. Ciao, ciao. Wieder heil gelandet am Hauptboot, Fisch gefangen. Ich bin mega happy, der perfekte Start jetzt in diesen nebligen Tag. Ich hoffe, dass jetzt bald der Nebel sich lichtet und die Sonne rauskommt. Und ich bin wirklich mega happy, dass der Fische zum Morgengrauen kam. So eine Nachtfahrt bei Nebel noch mit Drill und Bootsfahren ist gar nicht so easy. Ich habe an Bord GPS auf meinem Echolot, also ein Kartenplotter, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil sonst würdet ihr nie zurückfinden. Aber so war es doch perfekt und ich bin super ausgeschlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute für euch. Geht raus ans Wasser, jetzt im Frühjahr sind die Waller richtig fett. Bis zum nächsten Video, viele Grüße, euer Stefan. Ciao, ciao.